Oh, das ist ja richtig nice. Das ist ja voll geil. Oh, das kaufe ich mir. Also eigentlich müsste jetzt, wenn wir jetzt meine Rechnungsadresse schon längst eingespeichert haben, ich bin ja Stammkunde. Was ist das denn jetzt so? Irgendein Systemfehler oder sowas? Oh, scheiße. Naja, egal. Ich guck mal, was so auf Insta los ist. Was ist das denn jetzt? Das kann jetzt. Oh nein. Das Foto habe ich doch nie persönlich hochgeladen. Ich habe das doch nur auf meinem Laptop abgespeichert gehabt. Oh, das ist doch voll scheiße. Was ist denn. Und löschen geht auch nicht. Was ist das denn jetzt? Scheiße. Dabei wurden auch von Ihnen Informationen aus dem Internet gesammelt, damit sie gespeichert werden können. Und ich habe da ein sehr interessantes Foto auf Ihrer Instagram-Seite gefunden. Könnten Sie mir das hier erklären? Nein, kann ich nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie das dahin kommt. Ich habe das niemals hochgeladen. Nun, im Endeffekt ist es auch gar nicht relevant, wer dieses Foto hochgeladen hat, denn solche Fotos auf der Datenbank unserer Firma schaden unserem Image ungemein. So etwas können wir nicht verantworten. Und jetzt? Sie sind gefeuert, es tut mir leid. Das können wir jetzt machen. Es tut mir leid. Unser Image ist dahin, wenn solche Fotos gefunden werden. Sie wissen, dass diese Fotos nicht gelöscht werden können. Sie sind gespeichert. Sie sind jetzt für immer auf unserer Datenbank. Es tut mir leid, Sie sind gefeuert. Okay. Letzter Versuch jetzt. Was ist das denn jetzt? Es ist schwierig, immer online und dabei in Sicherheit zu sein. Wir senden Daten, jede Minute, und sie werden gespeichert, jede einzelne. Schon heutzutage können wir kaum etwas dagegen tun. Und 2030? Was, wenn wir in Zukunft gar keine Kontrolle mehr über unsere Daten haben? Kann das dazu führen, dass wir auch unser Leben nicht mehr selbst kontrollieren können? Deine Daten brauchen Schutz, vor allem in der Zukunft. Denn einmal im Internet, immer im Internet.